Die Baureihenbezeichnung 798 verrät zweierlei. Der Vorbildschienenbus ist mit zwei Motoren ausgestattet und er gehört in die Zeit nach 1968. Die zeitliche Einordnung von Hersteller Trix, Ausführung zu Beginn der 70er Jahre und Epoche 4 sind also in Ordnung. Positiv anzumerken ist ferner, dass das Schlusslicht bzw. 3D-Spitzensignal an der Steuerwagenseite abgeschaltet werden können. Das heißt, dass sowohl der Betrieb mit Steuerwagen als auch der Solobetrieb realitätsnah dargestellt werden können. Die insgesamt 5 schaltbaren Geräuschfunktionen geben die Soundpalette des Vorbildes im Wesentlichen wieder, wenn auch das Dieselgebrumm enttäuscht. Das scharfe Modellgeknatter hat mit dem sonoren Brummen des Vorbildes nichts gemein und weshalb bei jedem Schaltvorgang des Originär-Busmotors von Büssing ein Pressluftzischen zu vernehmen ist, kann nicht nachvollzogen werden. Die vielen Vorbildvideos auf YouTube geben das jedenfalls nicht her. Der Decoder regelt den Motor seidenweich, die Schaltstufen der Mobile Station 2 gibt er vor Fahrbeginn an ohne sichtbare Rucke weiter. Die Trix Produktbeschreibung ist inhaltlich offenbar unverändert vom Märklin-Modell übernommen worden, denn in ihr findet sich ein Hinweis auf Haftreifen und der ist höchst überflüssig, weil keiner montiert ist. Während beim jüngst hier vorgestellten VT-75-9 der Lautsprecher im Motorwagen durch seine farbliche Anpassung an das Interieur weitgehend kaschiert ist, ragt er hier im Schienenbus gut sichtbar ins Wageninnere, obgleich das im Fahrbetrieb kaum auffallen dürfte. Die Bohrungen in den Pufferbohlen von Motor und Steuerwagen dienen der Aufnahme der Bremsschlauchnachbildungen, die in einem Zugriffsbeutel beiliegen. Die Verarbeitungsqualität ist ohne Tadel. Auch die Bedruckung gibt selbst unter der Lupe keinen Anlass zur Kritik. Trix reiht den Schienenbus in Epoche 4 ein und die begann 1970.